Die fünf Freunde hatten beschlossen, die Weihnachtsferien alle zusammen in Kirin zu verbringen. Schon am Morgen nach der Ankunft von Julian, Dick und Anne war das Felsenhaus ganz von den Vorbereitungen auf die Festtage erfüllt. Guten Morgen, Kinder. Na, habt ihr gut geschlafen? Ich auf jeden Fall. Und Dick schläft so gut, dass er noch gar nicht aufgewacht ist. Guten Morgen allerseits. Oh, guten Morgen, Tante Fanny. Oh, hier riecht es ja gut. Ich habe gerade das erste Blech mit Plätzchen in den Ofen geschoben. Oh, ihr könnt mir nachher gern beim Ausstechen helfen. Oh, Plätzchen backen. Gibt es noch was anderes zu tun? Ja, wir können auch erst mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, einen Tannenbaum holen und ein wenig neuen Baumschmuck kaufen. Ja, ja. Auch sehr gerne, Tante Fanny. Ja, warum nicht? Ja, mal sehen, wie Kirin im Advent aussieht. Habe ich gerade Weihnachtsmarkt gehört? Da gibt's doch immer diese leckeren, gebrannten Mandeln. Guten Morgen, Dick. Ah, na, guten Morgen. Schon ausgeschlafen? Ich möchte wieder ans Essen. Nun, lasst euch erst mal das Frühstück schmecken, Kinder. Und dann können wir ja auch gleich losgehen. Draußen war es schon sehr kalt. Und so zogen die fünf Freunde mit Tante Fanny in dicken Wintermänteln auf den Weihnachtsmarkt, wo die Verkäufer lautstark ihre Waren anpriesen. Bienenwachskerzen, Bienenwachskerzen, Dominosteine, frisch aus der Konditorei. Dominosteine, die würde ich gern mal probieren. Dick, du hast gerade gefrühstückt. Für so zwischendurch. Oh, da kommt ein guter Bekannter, Förster Sherwood. Wie geht's? Treffen Sie auch schon Weihnachtsvorbereitungen? Er hat schnell ein Geschenk für meine Mutter besorgt. Aber jetzt muss ich weiter mit den Weihnachtsvorbereitungen für die Tiere. Bin ich nämlich noch mächtig hinterher. Oh, Sie hatten sicher noch viel anderes zu tun. Oh ja, ein Wald, der ein bisschen weiter entfernt von Kirin liegt, musste verjüngt werden. Wie verjüngt man denn einen Wald? Man fällt die ältesten Bäume und pflanzt dafür junge an. Verstehe. Und was für Bäume stehen in Ihrem Wald? Das ist ein typischer Mischwald, also Laub- und Nadelbäume. In diesem Jahr habe ich junge Tannen angepflanzt. Und sagen Sie, wie sehen denn Weihnachtsvorbereitungen für Tiere aus? Bekommen die Rehe Geschenke von Ihnen? Ach Kinder, nun fragt doch Mr. Sherwood nicht so aus. Er hat doch gesagt, dass er keine Zeit hat. Können wir Ihnen vielleicht helfen? Nun ja, wenn ihr wollt, könntet ihr Kastanien und Eicheln für die Futterkrippe im Forstwald sammeln. Ja, ja, da brauche ich noch viel Vorrat, damit die Tiere genug zu essen haben, solange ich bei meiner Mutter bin. Und es eilt auch ein bisschen, denn es sieht ganz so aus, als ob es bald zu schneien beginnt. Also von mir aus können wir jetzt sofort zu diesem Wald gehen. Ja, von mir aus auch. George, kann es sein, dass du dich gerade auf sehr geschickte Weise um das Plätzchenbacken drücken willst? Also hör mal, es ist viel wichtiger, dass das Futter für die Tiere rechtzeitig gesammelt wird. Plätzchenbacken können wir auch noch, wenn es schneit. Ja, da hat George allerdings recht. Können wir den Weihnachtsbaum auch später holen, Tante Fanny? Vielleicht ist das sogar besser, dann fängt er nicht so früh zu nadeln an. Ja, aber Kinder, es ist doch wunderbar, dass ihr Mr. Sherwood helfen wollt. Natürlich können wir den Baum auch später holen. Na, dann kommt. Okay. Ich fahre euch schnell in meinem Wagen zum Wald. Fahren Sie ruhig zu Ihrer Mutter. Wir machen das schon. Ja. Aber ihr müsstet noch den ganzen Vorratskasten neben der Krippe füllen und solltet auch jeden Tag nach dem Rechten sehen. Kein Problem. Sie können sich auf uns verlassen, Mr. Sherwood. Also gut. Übrigens, Waldtiere sind alle nachtaktiv. Wenn ihr ganz früh am Morgen losgeht, könnt ihr sie vielleicht beobachten. Ja. Ganz früh? Also, ich helfe lieber unserem Igeljungen beim Winterschlafen. Ja, ihr habt schließlich Ferien. Und es reicht auch vollkommen, wenn ihr tagsüber nach der Krippe seht. Das hört sich besser an. Habt jetzt schon. Vielen Dank. Keine Ursache, Mr. Sherwood. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten. Ja. Euch auch, Kinder. Lasst es euch gut gehen. Dankeschön. Noch am selben Abend bauten Julian und Dick aus einem Pappkarton ein Schlafhäuschen für den jungen Igel. Und George ging sogar höchstpersönlich in die Küche, um dort, zusammen mit Anne, Rührei ohne Salz zu kochen. Nach dem Füttern setzten sie den Igel auf eine Waage, um sein Gewicht zu prüfen.
Als der stachelige Gast es sich in seinem Schlafhäuschen bequem gemacht hatte, gingen auch die fünf Freunde ins Bett und schliefen sich ordentlich aus. Am nächsten Morgen gingen sie gleich nach dem Frühstück in den Wald. Hier ist die große Vorratskiste. Die sollten wir möglichst heute noch auffüllen. Dann legen wir doch besser gleich mal los. Was hat Timmy denn schon wieder? Leute, komm mal her! Was ist denn los? Was hast du? Ja, komm mal her! Da ist noch ein Igel. Aber der ist viel größer. Mehr als ein Pfund hat der auf jeden Fall. Und da drüben ist noch einer! Timmy rennt auch schon wieder woanders hin. Timmy, warte! Das gibt es doch nicht. Hier ist noch ein Igel. Und der ist auf jeden Fall erwachsen. Was? Wirklich? Zeig mal. Tatsächlich. Merkwürdig. Warum machen dann plötzlich so große Igel auf? Also ich habe mal gelesen, dass Igel auch während des Winterschlafs nach draußen gehen. Zumindest für ein paar Minuten. Ja, vielleicht. Aber bestimmt doch nicht tagsüber. Und bestimmt nicht alle auf einmal. Was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht alle Igel, die wir hier finden, ins Felsenhaus bringen. Nein, das nicht. Aber wir sollten zumindest nachsehen, ob auch wieder junge Igel aufgewacht sind und wenigstens die mitnehmen. Ja, das ist gut. Mhm. Und da müssen wir über diese Sache mal ganz genau nachdenken. Ich glaube, mit diesem Wald stimmt was nicht. Das glaube ich auch. Aber wir werden bestimmt eine ganz vernünftige Erklärung finden. Mhm. Wie immer, ha? Bestimmt. Die Tiere mit stolzen, ruhigen Bewegungen den Futterplatz. Nur ein paar Hasen und Eichhörnchen huschten noch über den Boden, bevor im Morgenlicht auch diese letzten Waldbewohner verschwunden waren. Siehst du was? Das war toll. So lange habe ich noch nie einen Hirsch aus der Nähe gesehen. Ja, es war toll, aber mir ist auch nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Ja, dann können wir doch auch wieder zurückfahren, oder? Denn wenn wir noch länger hier auf der Stelle stehen, verwandle ich mich in einen Eiszapfen. Das wäre aber viel zu schade um dich. Also fahren wir lieber. Ja, bitte. Moment, Leute. Seht mal, was hier bei Tageslicht zum Vorschein kommt. Was denn? Was ist denn da? Was siehst du denn? Spuren im Schnee. Sie müssen ganz frisch sein. Ja, es hat erst in der Nacht aufgehört zu schneien. Von der Größe her müssten es Männerfüße sein. Und zwar zwei unterschiedliche Paare. Ach, wer läuft denn noch früher als wir im Wald rum? Ja, das würde ich auch gerne wissen. In diesem Wald kann doch herumlaufen, wer will. Ach, komm, bitte, es ist wirklich eisig kalt hier. Ich würde mich auch ganz gerne wieder bewegen. Na dann, fahren wir. Okay. Halt! Stopp! Hey! Seht euch das mal an! Was denn, Dick? Was meinst du? Schaut doch mal genau hin. Ist das nicht merkwürdig? Ja, die Fußspuren hören plötzlich auf. Das meine ich. Da ist nur noch eine weiße Fläche. Und sie ist ziemlich glatt? Ja. Und dort hinten gehen die Fußspuren weiter, glaube ich. Ja? Was? Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Tatsächlich. Sie gehen in diese Richtung weiter. Ja. Ja, aber wie sind die Männer, die diese Fußspuren hinterlassen haben, von dort drüben hierher gekommen? Gute Frage. Mhm. Wenn in Kirin jemand fliegen könnte, dann wüssten wir das sicher. Ja. Was meint ihr, ob es noch mehr so komische weiße Flächen gibt? Auch wenn mir furchtbar kalt ist, aber das würde ich jetzt auch gern wissen. Okay. Gut, dann teilen wir uns auf, ja? Jeder fährt in eine Richtung und in 10 Minuten treffen wir uns wieder hier. Alles klar, bis gleich. Bis gleich.